Ich folge deiner Schrift. Ich habe gerade einen Typ gekillt. Oh. Wie geschillt man hier auf Eis laufen kann. Ja, ja, klar. So kleine Spikes an den... Ich will gar nicht wissen, was die an ihren Schuhen haben. Weil wenn ich mir so überlege, in der Kopfplatz, wenn du so einmal auf den Kopf trittst, dann... Alter, was wäre denn jetzt mit dem passiert, ey? Ich will es eigentlich gar nicht mehr wissen. Kam einer mit dem Schneemobil? Er hat es okay. aber nicht wirklich... Okay, nein! Jetzt kann mir hier eine Lawine entgegen. Ah, der hat so einen Elektrostab. Leute. Kannst du jetzt mit dem Ding rumfahren, oder was? Ja, geil. Die Steuerung ist aber mal wieder sehr... Ja, das ist wahrscheinlich so wie Pierce mit dem Auto, oder? Yeah. Ja! Pass auf, jetzt setzt du noch gleich irgendwo dagegen und es explodiert. Oh, lass dich verfahren. Was? Bäm, voll überfahren hier, ey. Oh Gottes, man sieht ja fast gar nichts. Pass auf, dich verfolgt einer. Jemand hat pass mal auf, wo du hinfährst. Okay, das steuert sich zu krass aussteigen. So. Oh, ich. Ja, komm, ich bin ich ausgestiegen. Ich schon wieder einen Laser. Ausgestiegen, werde ich hier schon wieder herzlich begrüßt. Bam, so hat sich's. Könnt ihr bitte aufhören, mich zu lasern? Ich hasse sowas. Boah, vor allem, wo kommen die jetzt auf einmal alle her, diese Laserfritzen? Ja, die lagen alle im Schnee. Alle auf dich gewartet. Ja, ich merk schon. Ach nö, was wird denn der jetzt hässlich? Das war so geil. Der eine hässliche ist tot. Okay, deiner ist auch tot. Ja, ich habe ihn. I finished him. Once and for all. Once and for all, ja. Na klar. So, also, so mitten im Schnee liegt jetzt hier der zweite. Gut, oh, der hier sieht auch okay aus. Okay. Einer und wir haben alle. Danke. Guter. Weil mir spawnt hier so wirklich so aus dem Nichts, steht er einfach mal da. So, hui, ich bin aus den Schneeflocken entstanden. So kam das gerade rüber. Oder ist wieder einer? Ah, nein, du laserst mich nicht, du Sau! Da! Bam! Alter, ey, dieser Elektroknüppel ist so geil. Ich habe nur Handgemenge. Ah, sehr schön, ich habe für einen Colt wieder Muni. Was war denn das jetzt? Also, das ist ja... I don't know. It was gay. Ja, war richtig. Hör auf zu pfeifen hier! Ja, stimmt, das haben sie bei mir vorhin auch die ganze Zeit gemacht. Ich dachte, ist das Jake oder sind das die. Die Enemies, die da rumpfeifen? Ja, wir wissen alle, dass sie hässlich sind, aber müssen ja nicht auch pfeifen hier. Wir pfeifen. Ja, aber echt, hä? Soll mal kurz durch den Schnee sliden, damit man wieder Schnee in der Arschritze hat. Damit man immer schön cool bleibt. So. Oh. Wie soll man denn so überhaupt was sehen, hä? Okay, nein, hier geht's nicht lang. Ah, vorne ist ein Typ. Ach ne, ist so ein... Ist so ein Lüpf, du Sau. Dann lass es halt bleiben. Du Depp. Sonst kommen sie halt immer. Hab ich dich. Hab ich dich. Waren das alle Chips? Ja, danke für die Hilfe. Und jetzt raus aus dieser Kälte. Ja, wo ist mein versprochener Kaffee? Ach, das ist eine Kiste. Ja, das macht man so. Oh ja. Ah ja, gut. So, jetzt habe ich schon 6 von diesen Blendgranaten. Komm, jetzt setze ich mal eine ein. Alter, da fliegt ein Drache! Okay. Na dann. Ja, warte, lass mich hier mal das Sniper wieder auspacken. So. Schiss, du Mistvieh.
Bis dich dahin, wo du jetzt hergekommen bist. Weiß. Ja, und wohin jetzt? Achso. Wieder back. Back to the hood. Es geht back to the hood, niggas. Nee, da lang geht's, glaube ich, nicht. Da. Doch, hier geht's lang, oder? Nee. Alter, ich bin schon voll, meine Kleidung ist schon voll gefreezed hier. Da vorne ist hier noch eine Kiste. Ja, also, ah. Ja, okay. Entschuldige, ich hab die Show geklaut. Nein, ich bin auch trotzdem noch da. Direkt vor deinen Füßen hier hingeglitten. Ja, so lobe ich mir das Frauen, die mir zu Füßen liegen. Weiß nicht, ob dir das überhaupt was gebracht hat, aber. Ja, doch, bisschen. Ich hatte gerade das Bedürfnis danach. Oh, hier findet sich mal einer zurecht, hey. Nehme übrigens alles zurück, dass das vorhin ein cooles Level wird und behauptet das Gegenteil. Nee, ist schon mal was anderes, ist mal wieder eine ruhige Passage. So, können wir jetzt auf diesem Ding auch zu zweit fahren? Die Frage war mal. Ne, also ich habe keine Option, dir beizusteuern. Ah, nee, dann laufe ich lieber, bevor ich mit dem Ding noch irgendwas in die Luft jag. Hier ging's, glaube ich, zurück. Ich folge dir einfach. Ja, folge mich. Der Rebelle hat die Übersicht. Und irgendwer muss ja hier die Übersicht halten, behalten. Mal zwischendrin wieder ein bisschen sprinten. Doch ja, die kalte Luft in die Lungen kommt. Ah ja. Damit man schön krank wird danach. Ich glaube, das sind Sachen, die man im Winter gar nicht machen dürfte. So, jetzt hier war doch irgendwo dieser Schlitz, wo man durchrutschen konnte, ne? Ja. Ja, hier war er schon mal nicht. Da geht's so nach unten. Hier gut, dass man hier nicht von Kanten stürzen kann, sonst wäre ich hier sowieso schon 100-mal verreckt. Oh ja, ich habe auch. Oh, hier ist noch ein Fass. Satz. Jetzt habe ich keinen Platz mehr im Inventar. Na doch, wir müssen hier schon lang. Da müssen wir schon lang. Okay. Aber hier ist wenigstens mal unsere gewünschte halbwegs ruhige Passage. Ja, na, was heißt halbwegs ruhig? Die ist wirklich ruhig, also. Ja. Kann man jetzt echt nicht klagen. Alter, bin ich jetzt gerade blöd oder so? Ah, jetzt hat. Und? Da habe ich nämlich noch eine Kiste gesehen. Ja, wir müssen jetzt fast von einer Lawine erschlagen. Naja, klar. Ah, hier können wir runterspringen. Wäh! Tot. So, aber ich glaube, hier sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Ah. Wenn dieser Sturm aufhört. Ich glaube, wir müssen jetzt hier wieder hoch, ne? Weil hier sind wir vorhin runter. Oh, da geht's. Ja. In die Lüfte. Kletter du vor, ich will deinen Arsch sehen. Oh, okay. Ah ja, komm, geil dich dran auf. Ja, ich sehe nicht mal ordentlich. Ja, schade. Ich geil mich trotzdem dran auf. Der Elektrostab. Ich will gar nicht wissen, wofür Sherry den noch benutzt. Oh ja, für sind wir jetzt hier irgendwie falsch gelaufen oder so? Liebes Spielchen, ja, ich glaube schon. Sicher? Ich weiß nicht, also es geht hier nirgendwo weiter. Toll. Oh, nee, warte mal. Hä? Oh, nee, von hier kommen wir her. Kann ich dich hier nicht über diese Klippe hier drüber feuern? Das ist, passt eigentlich von der Distanz her. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, wie wir hinkommen. Ich hoffe es zu glauben, sagen wir es so. Ja. Ja, komm, spring in den Tod, Jake. Alter. Ja. Das sind einige krass kranke Dinge, wenn man hier Leertaste gedrückt hält. Kranker Scheiß, ey. Da muss ich mich immer so gewöhnen, dass hier Sprinten dann auch auf der Leertaste ist. So, können wir jetzt hier lang? Ja, hier können wir lang. Ups. Ich bin ausgerutscht. Oh oh, was war das?
Ich hab's gerade gehört. Ich hab's gerade. Also entweder war es wieder eine kleine Lawine oder etwas Böses. Sag mal, kommt mir das nur so vor, dass es jetzt hier verdammt dunkel? Also ich weiß nicht, bei mir ist es hell, relativ hell, weil bei mir alles wieder weiß ist wegen diesem scheiß Sturm. Naja, Hauptsache wir bringen diese Passage hinter uns. Es wird wieder Zeit für eine Action-Passage. Super, triggert das Vieh halt auch noch. Ja, wir lassen es nicht mal abheben. Alter, das ist hässlich, Mann. Gott, nie in der Stadt. Aber es droppt gut EP, also. Oh ja. Nicht an Jacks Arsch krapschen. Die Tür sollst du krapschen. Meine Fresse. Ah, kannst du euch ein bisschen mal am Arsch rumkrapschen? Das macht mir gar nichts. Genau. Heiße Blondie dürfen immer mal am Arsch rumkrapschen. So. Was kommt jetzt? Action-Passage, ein Helikopter, der explodiert und jetzt kommt sicher unser Freund da wieder. Die sind aber auch langweilig, hä? Vertreiben sich die Zeit auch nicht ordentlich. Kann sich immer die Sacke ranzünden. Von einem Furz. Ich hole Hilfe, der Treffpunkt kann nicht mehr weit sein. Oh, warte! Das hat dir jetzt gefallen. Also wenn es da jetzt nicht gefunkt hat, also dann... Es kommen sicher gleich wieder irgendwelche Javu. Na? War das schon immer so? Das mit dem Heilen? Mein Vater war Wissenschaftler. Er arbeitete an BOWs, als der Unfall geschah. Zum Glück wurde ich noch rechtzeitig mit dem Impfstoff behandelt. Aber der Virus reagierte und passte sich wohl an. Seitdem ist er ein Teil von mir. Was wurde aus deinem Vater? Seine Arbeit war sein Tod. Als er dann starb, war sein Körper so stark mutiert, er war kaum zu erkennen. Tut mir leid, Ich wollte dir nicht... Schon okay. Außerdem hat es ja auch zu etwas Gutem geführt. Ja, du hast Superkräfte. Das meinte ich nicht. Die Leute, die mich gerettet haben, Leon und Claire, sind die besten Freunde, die ich je hatte. Claire ist die Schwester dieses BSAA-Typen, ne? Sie riskierten ihr Leben für mich in Raccoon City. Ich versuche wohl immer noch so zu werden wie sie. Und gebe nie auf. Egal wie schlecht es steht. Eine Weisheit fürs Leben. Oh ja. Achso, ich dachte jetzt schon. Ja, nicht. Ich wollte gerade sagen, was jetzt. Ich dachte jetzt schon, geht jetzt so richtig hart mit Knutschattacken auf sie los. Wir haben unerwünschten Besuch. Was, echt jetzt? Wirklich. Aber ohne Einladung geht gar nichts. Hauptsache, den Spruch rausklappen hier. Ja, ja, klar. Ja. Eliminieren Sie alle Feinde. Ja, ich würde mal sagen, lassen wir sie reinkommen, oder? Vor allem, die könnten diese dünne Holzhütte hier einfach wie nichts durchsieben. Alter, wie trifft denn der mich? Hä? Ja, komm. Ihr seid doch überhaupt gar keine Gegner, ihr hässlichen... Ach, nö. Ah, ich habe einen Leuchtstab gefunden. Geil. Ja, okay. Er zerspringt einfach. So. Und... Flashbang! So, du hässlicher mit deinem MG. Oh oh, jetzt kommen sie auch mal auf die Idee, eine Sprengladung anzubringen. Ah, Alter, kommt so. Ab einmal her. Ja, erster weg hier. Wir kreuzen die Kacke hier. Ja.
Klinge ins Gesicht. Flashbang!